keine Enshinshoku wagt es jetzt noch, sich gegen uns zu erheben. Gut, Kirishima. Das ist gut. Was ist mit den Toten? Beseitigt. Niemand wird etwas bemerken. Gute Arbeit, so. Und die Polizei? Uns gehört die Polizei, das Parlament, die Staatsanwaltschaft. Sehr gut. Und die Zeugen? Darum kümmere ich mich persönlich. Mein treuer Sudo. Ich weiß, auf dich kann ich mich immer verlassen. Wem schwört ihr eure Treue? Asami-sama. 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 Niemand wird sich uns in den Weg stellen. Japan gehört mir. Everybody knows that the dice are loaded. Everybody rolls with their fingers crossed. Everybody knows the war is over. Everybody knows the good guys lost. Everybody knows the fight was fixed. The poor stay poor, the rich get rich. That's how it goes. Everybody knows. Everybody knows that the boat is leaking. Everybody knows that the captain lied. Everybody got this broken feeling, like their father or their dog just died. Everybody talking to their pockets. Everybody wants a box of chocolates and a long stem rose. Everybody knows. Everybody knows. Everybody knows. That's how it goes. Everybody knows. And everybody knows that it's now or never. Everybody knows that it's me or you. And everybody knows that you live forever when you're done a line or two. Everybody knows the deal is rotten. Old Black Joe still picking cotton for your ribbons and bows. And everybody knows. And everybody knows that the plague is coming. Everybody knows that it's moving fast. Everybody knows that the naked man and woman are just a shining artifact of the past. Everybody knows the scene is dead, but there's gonna be a meter on your bed that will disclose. Everybody knows. Willkommen zurück in Tokio, Asami-sama. Ich hoffe, der Flug war zu Ihrer Zufriedenheit. Ausgezeichnet, Kirishima. Es tut gut, die Ereignisse in Hongkong hinter mir zu lassen. Und ich freue mich auf zu Hause. Akihito, begleitest du mich? Tut mir leid, Asami. Ich habe leider schon was anderes vor. Freiheit! Lasst ihn laufen. Ihr müsst ihn nicht einfangen. Ich bin sicher, unser Wildfang fällt mir bald wieder in die Arme. Endlich bin ich wieder zu Hause. Japan! Ich hab dich so vermisst! Ich hoffe, Asami ist mir nicht böse, dass ich direkt vom Flughafen abgehauen bin. Und ich hoffe, meine Freunde holen mich bald ab, bevor er mich wieder einfängt. Jetzt so. Hey, Akihito! Ko! Takano! Ich freue mich so, euch wiederzusehen. Danke.
Danke, dass ihr mich abholt. Mann, wo warst du? Du bist monatelang nicht an dein Handy gegangen. Niemand wusste, wo du warst. Ich war in Hongkong. Was? Alter, du machst ohne uns Urlaub? Du hättest wenigstens eine Karte schreiben können. Tut mir leid, dass ihr euch Sorgen gemacht habt. Aber ich war nicht in Hongkong, um Urlaub zu machen. Ich wurde von der chinesischen Mafia entführt. Krass. Und du bist da ganz alleine rausgekommen? Ja, so fast. Wow, Akihito. Gut, dass du wieder da bist und dass dir nichts passiert ist. Aber wir wissen ja, dass du eine harte Nuss bist. Da findest du sicher auch im Handumdrehen einen neuen Job. Dann wird alles wieder gut. Einen neuen Job? Wieso? Was ist denn mit meinem alten? Ach, das weißt du ja noch gar nicht. Dein Boss war nicht so begeistert, dass du einfach verschwunden bist. Er hat sich sogar bei uns gemeldet. Als du nicht mehr erreichbar warst und deine Aufträge nicht abgeschlossen hast, hat er den Job jemand anderem gegeben. Was? An wen? An so einen freiberuflichen Fotografen. Mieterei heißt der, glaube ich. Der ist echt gut. Oh Mann, danke Leute, wirklich aufbauend. Aber hey, wisst ihr was? Ist mir egal. Ich bin wieder zu Hause und ich bin frei. Jetzt lasse ich mich von niemandem mehr aufhalten. Ich habe ein gutes Gefühl. Ich hole mir mein Leben zurück. I'm born to run down rocky cliffs. Give me grace, bury my sins. Shattered glass and black holes can't hold me back from where I need to go. Oh, oh, oh. Yellow hills and valleys deep. I watch them move under my feet. Stranger things have come. Kleinen Wohnung? Wo sind denn all meine Sachen? Alter, ist hier jemand eingebrochen und hat alles geklaut? Meine Klamotten, meine Kameras, meine Stofftiersammlung. Wer klaut denn sowas? Die sind voll selten. Und was ist das hier? Hier hat jemand einen Schlüssel an die Wand gehängt. Komischer Einbrecher. Was steht denn da drauf? Asami? Asami? Das gibt's doch nicht. Zeig mal her. Asami, hast du etwa meine Wohnung leergeräumt? Wer ist denn Asami? Es ist kompliziert. Kompliziert? Wer auch immer es ist, scheinbar hat diese Person auch deine Wohnung gekündigt. Hier ist die Bestätigung. Hey, wenn du willst, kannst du erstmal bei mir wohnen. Gekündigt? Oh Mann, das passiert mir in letzter Zeit irgendwie häufiger. Danke, Co. Aber das ist doch ein Wohnungsschlüssel. Vielleicht sind deine Sachen ja dort. Asami hat mich gerettet. Aber wegen ihm steht auch mein ganzes Leben auf dem Kopf. Ich habe keinen Job, ich bin pleite und nun auch noch obdachlos. Er will, dass ich bei ihm einziehe? Der Blödspaten. Was bildet er sich ein? Ich habe auch meinen Stolz. Er nimmt mich überhaupt nicht ernst.
könnte der Schlüssel denn gehören? Ich würde ja mal darüber nachdenken, ob du nicht dahin gehen willst. Asami ist doch ein Mädchenname. Vielleicht ist sie ja echt sexy. Was? Nein, so ein Quatsch. Ich gehe da nicht hin. Also nicht sexy. Nein, das ist nicht das Problem. Ich meine, ach, jetzt, wo ich endlich wieder frei bin, will ich über mich selbst bestimmen dürfen. Ich sollte mein Leben schnell in den Griff kriegen. Aber dazu muss ich wohl doch zu Asami. Er hat ja all meine Sachen. Und was ist ein Fotojournalist ohne seine Kameras? Zuerst hole ich mir die zurück. Und dann meinen Job bei der Zeitung. Buja! Ha, ich habe immer die besten Ideen. Warte. Der Schlüssel passt ja tatsächlich. Das habe ich jetzt irgendwie nicht erwartet. Er gehört wirklich zu Asamis Wohnung. Jetzt bin ich also doch hergekommen. Aber er hat mir den Schlüssel gegeben. Das heißt ja wohl, dass ich ihn auch benutzen darf. Oder? Ach, egal. Wo hat der Kerl meine Kameras versteckt? Verzeihen Sie, dass wir Sie so spät noch stören, Asami-sama. Aber diese Angelegenheit erfordert unsere sofortige Aufmerksamkeit. Schon gut, Kirishima. Worum geht es? Und Kuroda, du bist auch hier? Guten Abend, Ryuichi. Es ist leider wichtig. Ich bin sofort hergefahren. Eine signifikante Menge an Waren ist von unseren Routen verschwunden. Jemand muss sie abgezweigt haben. Es steht zu befürchten, dass wir keinerlei Kontrolle darüber haben werden, in welche Länder diese Waren verkauft werden. Jemand scheint unsere Routen zu missbrauchen und es geht um eine empfindliche monetäre Summe. Wir haben noch keinen Hinweis darauf, wer dahinter stecken könnte. Obendrein hat jemand bei der Staatsanwaltschaft einen anonymen Hinweis hinterlassen über eben diese Routen. Zum Glück habe ich ihn abfangen können. Hätten den meine Kollegen in die Finger bekommen, ich hätte dein gutes Verhältnis zur Justiz nicht mehr lange geheim halten können. Das sind auffällig viele Attacken in so kurzer Zeit. Ich befürchte, dass es in unserer Organisation eine Ratte gibt. Nur so lässt sich erklären, wie die Waren so spurlos verschwinden konnten. Uns ist aber gelungen, den Vorfall zu isolieren und genauer zu untersuchen. Ich werde persönlich dafür Sorge tragen, dass ihre verschwundenen Waren wiederfinden. Das ist schön und gut, Sudo. Was mich jetzt interessiert, ist, wie wir vorgehen können, ohne den Verräter aufzuschrecken. Ich verwische die Spuren bei der Staatsanwaltschaft, aber das verhindert natürlich keine weiteren Vorfälle. Sollte es noch einen geben und ich bin nicht in der Nähe, dann wäre das ein Problem. Ich schlage vor. Wir sollten ab jetzt eng zusammenarbeiten. Und ich schlage vor, wir räuchern die Ratte aus. Asami-sama? Ich werde darüber nachdenken. Erwartet meine Entscheidung. Vielen Dank. Vielen Dank. Danke, Boss. Sei vorsichtig, Ryuichi. Was ist los? Ich würde alles für dich tun. Das weißt du, oder? Du würdest alles für mich tun. Ich verstehe, dass du mir nicht mehr so recht vertraust. Aber das mit den verschwundenen Waren, das muss ein Fehler in den Büchern sein. Kirishima hat sich bestimmt verrechnet. Ich verstehe. Ich würde doch nie etwas tun, das dir schadet. Und trotzdem schickst du mir deine Leute auf den Hals. Brichst du deshalb jetzt in Tränen aus? Schon wieder? Das war... Du weißt, wie es in mir aussieht. Sudo, verstehst du, warum ich dir diese Aufgabe gegeben habe? Enttäusche mich nicht. Ja, Asami-sama. Ich würde alles tun, um zu bekommen, was ich will. Ich dachte, nach so vielen Jahren vertraut er mir. Aber ich mache nur einen Fehler. Und es ist, als wäre nie etwas zwischen uns gewesen. Das ist nicht die Beziehung, die ich mir zu ihm wünsche.
Wie lange willst du da noch rumstehen und lauschen, Akihito? Was? Ha, 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 sehr witzig, ehrlich. Ich wusste schon, dass du wusstest, dass ich da bin. Und überhaupt, hast du mir nicht etwas zu sagen, Mr. Klugscheißer Summer? Zum Beispiel, dass du jemandes Wohnung leergeräumt und einfach so gekündigt hast? Ich hab viel Ärger wegen dir am Arsch, mein Freund. Und wer war der Typ gerade? Der war ja ganz schön aufdringlich zu dir. Weh, 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 Asami-sama, schau mich an, ich hab die Haare schön und trag Chanel Nummer 5. Hey, Finger weg! Ich bin voll sauer auf dich. Wirklich? Du änderst dich wohl nie. Immer noch so unaufrichtig. Ich will, dass du bei mir wohnst. Das ist viel sicherer für dich. Und außerdem gefällt es mir, wenn du in meiner Nähe bist. Asami, willst du mich in einen goldenen Käfig sperren? Du weißt, dass du das nicht kannst. Du glaubst doch nicht, dass du dich mir entziehen kannst. Du nimmst mich ja wirklich nicht ernst. Ihr habt eine Ratte in der Firma, richtig? Überlass die Duik mir. Ich finde die, so schnell kannst du gar nicht schauen. Und dann wirst du sehen, was für ein Mann ich bin. Ha! Und du glaubst, das weiß ich nicht. Du willst mir also die Informationen besorgen? Das ist gar kein so schlechter Gedanke. Wer würde schon ein Vögelchen wie dich verdächtigen? Pass nur auf, dass du keine Federn verlierst. So ein Quatsch. Du wirst schon sehen. Ich kann das super. Unter einer Bedingung. Ruf mich an. Jeden Abend um Punkt 9 Uhr. Damit ich weiß, dass es dir gut geht. Was? Okay, okay, ich bin einverstanden. Du wirst ja richtig fürsorglich auf deine alten Tage. Softie. Fette Wohnung übrigens. Ganz schön groß für jemanden, der alleine lebt und eigentlich fast nur arbeitet. Sie ist groß genug für uns beide. Du könntest ja auch dein eigenes Zimmer haben. Eigenes Zimmer? Du Blödi! Ich hatte bis vor kurzem eine eigene Wohnung. Und allerdings, auch nicht größer. Die Wohnung war super geschnitten. Allerdings ist es schon ganz schön spät. Vielleicht bleibe ich ja hier. Hm, vielleicht. Um ausnahmsweise zu übernachten. Hm, ausnahmsweise. Sonst müsste ich Co. aus dem Bett klingeln. Und das wäre echt unhöflich. Ja, stimmt. Das wäre wirklich unhöflich. Warum stehen da zwei Gläser? Na, ich hab dich erwartet. Was? Ich bin hier, weil ich es wollte. Ah. Hey, lass uns Musik hören. Du hast eine coole Soundanlage. Weißt du überhaupt, wie man damit umgeht? Ich hab auch einen Kassettenrekorder zu Hause. Rose, was soll das schon sein? Probier's mal da. Ah, play. I put a spell on you. Because you're mine. You better stop the things you do. I ain't lying. I can't stand you're running around. I can't stand you're putting me down. I put a spell on you because you're mine. Because you're mine.
schon zur Arbeit gegangen? Die Nummer kenne ich ja gar nicht. Oh, hallo? Hey, Takabakihito, bist du das? Hier ist Mitarai, der Typ, der dir den Job weggenommen hat. Wieso rufst du mich denn an? Der Chef hat gemeint, dass du noch lebst. Du hast dich ja seit einer Ewigkeit nicht mehr in der Redaktion blicken lassen. Ja, ich war beschäftigt. Auslandsaufenthalt und so. Aha, na, du hast viel verpasst. Da braut sich was zusammen und der Chef könnte gerade noch einen weiteren Fotografen brauchen. Hast du Zeit? Wenn du deine Sache gut machst, gib dir die Zeitung vielleicht noch mal eine Chance. Das sind ja super Neuigkeiten. Klar, angeblich hat man selten jemand mit deinem Talent gesehen. Aber du musst beweisen, dass du es wirklich willst. Darum macht der Chef auch einen Wettbewerb daraus. Die beiden Idols, Momohada Ai und Aoki Mayo, treten heute Abend exklusiv im Club Cat House auf. Der gehört anscheinend einem üblen Typen namens Sakazaki. Der ist eine große Nummer in der Unterwelt. Wer von uns beiden das beste Foto von den beiden Idols aus diesem zwielichtigen Club schießt, gewinnt den Wettbewerb. Der Deal steht. Das Ding räume ich ab. Das ist meine Chance. Ich gebe mein Bestes. Und dann fängt mein Leben neu an. Drückt mir die Daumen. Hi, du bist also dieser Mieterei. Ja, hi, freut mich. Nichts für ungut wegen dem Job, okay? Schon okay. Sag mal, du wohnst doch nicht etwa hier. Das ist ja ein Luxuskomplex. Was hier? Nein, da müsste ich ja schon reich sein oder so. Ich dachte schon, der Chef prellt mich um mein Gehalt. Nee. Also, bist du bereit? Sowas von. Möge der Bessere gewinnen. Los geht's. Willkommen im Cat House. Dürfen wir uns vorstellen? Ich bin Aoki Mayu. Ich bin Momohara Ai. Und zusammen sind wir True Mario und mir im VIP-Raum doch mal hallo. Bis klar.
gleich. Ha, das ist das Siegerfoto. Was? Hä? Oh Mann. Hey, Aichan, Mayu-chan, kennt ihr mich noch? Wir hatten letztens das Shooting für das Magazin. Natürlich, Mitarbeiter. Komm doch mit uns. Die Getränke gehen aufs Haus. Hey, möchte dein kleiner Freund auch? Hallo, mein Name ist Ai. Und wer bist du? Hallo, mein Name ist Takaba Akihito. Akihito? Ich hatte mal ein Kätzchen, das so hieß. Komm, Akihito-chan, feier mit uns. Oh, ich weiß nicht. Komm schon, Takaba. Willst du jetzt mit in den VIP-Raum oder nicht? Stell dich nicht so an. Nein, geht ruhig ohne mich. Das wäre meine Chance gewesen. Aber ich habe jetzt keine Zeit für den Wettbewerb. Dieser Typ eben. Das war doch dieser Sudo. Was hat er mit Sakazaki besprochen? Ich muss es wissen. Aber das finde ich schon raus. Sakazaki-san, darf ich Ihnen ein paar Fragen stellen? Hey, hey, wer bist du denn? Bist du von dem Bull? Sorry, kein Kommentar. Diese Undercover-Ermittler werden auch immer jünger. Polizei? Ich bin doch kein Polizist. Ich wollte nur wissen, was Sie eben mit Sudo-san besprochen haben. Mein Name ist Takaba Akihito. Den Namen habe ich doch schon irgendwo mal gehört. Ach, du bist also Asamis kleines, kostbares Kätzchen? Sian, Sian, wie viel bezahlst du für die Information? Bezahlen? Oh, hier. Das ist alles, was ich momentan habe. Ich bin etwas pleite. Taschengeld? Du bist mir ja einer. Was? Reicht das nicht? Davon kann ich mir eine Woche Essen kaufen. Weißt du, ich bin großzügig und ich mag dein süßes Gesicht. Also gebe ich dir einen Rabatt. Echt jetzt? Wow, danke. Voll nett. Aber wenn du etwas über Sudo wissen möchtest, wird es trotzdem nicht billig. Sie wollen, dass ich mich verkaufe? Zeig mir, was du drauf hast, dass Asami so an dir hängt. Das sollte für dich kein Problem sein, oder? Aber... Schließlich bist du sicher in Übung. Wenn du zögerst, steigt der Preis. Und ich kann dir versichern, meine Informationen sind Asami Gold wert. Mikael Avatov steckt hinter der Sache. Und das war erst der Anfang. Er ist hinter deinem Lover her, Takaba. Asami steht kurz vor dem Fall. Und jetzt fang an. Warst du? Du hast dich nicht gemeldet, so wie wir es vereinbart hatten. Gab es ein Problem? Quatsch, es war nichts. Nichts? So siehst du nicht aus. Ich bin müde. Ich gehe jetzt in mein Zimmer. Gute Nacht. Das ist meine Wohnung. Und du gehörst genauso zu mir. Ich weiß. Ich meine, lass mich! Akihito, so bist du doch sonst nicht. Was ist los? Ich habe die Information, die du wolltest. Es heißt, Mikael Avatov steckt hinter der Sache. Und er will dich zur Strecke bringen. Ich glaube, die Ratte befindet sich in deinem direkten Umkreis. Mikael Avatov? Von der russischen Mafia? Ja. Ich lasse das Kirishima überprüfen. Gleich morgen früh. Morgen? Aber Asami! So ein wilder Blick. Was ist los? Machst du dir denn Sorgen um mich? Die Leute in deinem Umfeld.
Das ist wie russisch Roulette. Alles oder nichts. Und der Preis, um den sie spielen, heißt entweder Reichtum oder Asami Ryuichi. Das macht mich krank. Woher weißt du, wem du vertrauen kannst? Dir. Ich weiß, dir kann ich immer vertrauen. Asami. Baby, can't you see? I'm calling. A girl like you should wear a warning. It's dangerous. I'm falling. There's no escape. I can't wait. Need a hit. Baby, give me it. You're dangerous. I'm loving it. Wir sind gekommen, um Asami zu töten. Bis auf mich. Ich bin hier, um dich zu töten. Du bist also die Ratte. Ich bin sicher, Asami wird überleben. Er ist stark. Aber du bist es nicht. Ich nehme dich ihm weg. Wenn er dann deine kalte Leiche in seinem zerstörten Penthouse findet, wird ihn das brechen. Und dann bin ich für ihn da. Kopf runter! Takaba! Schnell, Sudo! Wir müssen verschwinden! Danke, Kirishima. Ich dachte schon, das war's. Es ist mir immer wieder eine Freude, Takaba. Mach du nur für Sachen, Ryuichi. Jetzt ist dir ja alles zerschossen. Hey, alles in Ordnung, Boss. Es geht mir gut. Akihito, alles okay? Es tut mir leid. Du dachtest, du könntest ihm vertrauen. Ich habe einen Fehler gemacht. Das ist beunruhigend. Sudo hatte tiefe Einblicke in unser Geschäft. Das ist wertvolles Wissen, das er sicherlich verkauft hat. Dahinter steckt mehr. Sakazaki-san sagt, es ist Mikhail Arbatov. Mikhail Arbatov? Von der russischen Mafia? Der ist in den Top 10 aller Fahndungslisten. Und mit dem haben wir es hier zu tun? Nach dem wird gefahndet? Wie kann man den denn nicht finden? Man muss doch nur irgendwo eine Wodkaflasche stehen lassen. Mikhail Arbatov. Das wäre übel, aber warum sollte er erneut hinter uns her sein? Hinter mir.
hat es auf mein Imperium abgesehen. Und er ist viel zu nah an mich herangekommen, ohne dass ich es bemerkt hätte. So doof. Ich kann es nicht fassen. Was tun wir jetzt? Wir sollten zurückschlagen. Nein. Die russische Mafia ist mächtig und Abatrov skrupellos. Wir sind der Sache alleine nicht gewachsen. Nur mit einer starken Allianz können wir Abatrov beikommen. Das stimmt. Wir brauchen Unterstützung. Du hast recht, Kirishima. Es wird Zeit, einen alten Bekannten zu kontaktieren. Ich muss mit Fei Long sprechen. Fei Long? Liu Fei Long? Ihr sprecht aber nicht vom Oberhaupt der Baische? Platz 8 in den Fahndungslisten? Wieso findet ihr eigentlich nie jemanden? Ich finde die ständig, unfreiwillig. Aber ihre alte Bekanntschaft mit ihm hat uns letztes Mal große Probleme bereitet. Boss, Fei Long hat sie angeschossen und Akihito entführt. Er ist nicht vertrauenswürdig. Wir sind nur knapp an einer Eskalation vorbeigeschlittert. Suo hat recht. Aber wir stehen mit dem Rücken zur Wand. Ich werde dir helfen. Ich stehe natürlich an deiner Seite, Ryuichi. Wir sind auch dabei. Dann ist es entschieden. Wir fliegen nach Hongkong. I done raised this hell. Wiederzusehen. Es ist mir eine Freude, Fei Long. Ich bin mir nicht sicher, ob das auch meinerseits gilt. Bist du hier, um über mich zu spotten? Keineswegs. Ich bin nicht bloß meinetwegen hier. Ich bin gekommen, um dir eine Partnerschaft anzubieten. Du verspottest mich also wirklich? Keineswegs. Ich habe ein Anliegen an dich. Ich bitte dich, Akihito bei dir aufzunehmen. Was? Ich brauche doch keinen Babysitter! Asami, ich bin gekommen, um dich zu unterstützen, nicht um mich hinter Fei Long zu verstecken. Aber wenn du meine Hilfe für nicht für nötig hältst, dann kann ich auch wieder nach Hause gehen und Playstation zocken. Du bleibst. Fei Long ist der Einzige, der stark genug ist, dass ich ihm dich anvertrauen würde. Es gab einen Angriff auf mich und ich gebe zu, dass es knapp war. Es geht das Gerücht um, dass Mikhail Arbatov es auf meinen Kopf abgesehen hat. Mikhail Arbatov? Wirklich? Es stimmt. Er hat einen Mann dazu gebracht, mich zu verraten. Ich muss handeln, aber das kann ich nicht, solange ich mir Sorgen um Akihitos Sicherheit machen muss. Du bist stark genug, ihn zu beschützen. Und er vertraut dir. Ich weiß, dass ihr beide Frieden miteinander geschlossen habt. Solange ich mich der Sache annehme, wäre ich beruhigt zu wissen, dass er hier ist. Asami, das musst du nicht. Ich kann auf mich selbst aufpassen. Das bezweifle ich. Ich lehne ab. Ich will deine Partnerschaft nicht. Und ich muss sagen, es erfreut mich, dich in Schwierigkeiten zu sehen. Du hast mir viel Ärger gemacht, Asami. Du
Das hast du verdient. Aber ich willige ein, Akihito bei mir aufzunehmen. Er ist mir stets willkommen. Im Gegensatz zu dir war ein angenehmer und zuvorkommender Gast, vor allem nachts. Hey, Fei Long! Musst du das so zweideutig sagen? Also für mich klingt das ziemlich eindeutig. Charmant von dir, Fei Long. Ich danke dir dennoch. Ich tue es nicht wegen dir. Verzeiht, Fei Long, Deko. Aber es gibt Probleme. Bewaffnete Männer wurden auf dem Grundstück gesichtet. Wir werden angegriffen. Was? Asami, hast du deine Feinde direkt zu uns nach Hongkong geführt? Was sollen wir tun? Erschießt sie. Und passt auf, dass nicht noch mehr von ihnen kommen. Im Gegensatz zu Asami lässt sich die Beischen nicht übertölpeln. Jawohl, Fei Long Daiko. Übertölpeln? Ich erinnere mich, dass du bei unserer letzten Begegnung noch ganz anders von mir gesprochen hast. Genug. Ich freue mich, einmal Zeuge einer Sache zu werden, die dich wirklich trifft. Trink einen Tee mit mir, bevor du wieder abreist. Du siehst erschöpft aus. Akihito, du gehst mit Yan Mei. Nun komm, Akihito, du kennst dich hier noch aus, oder? Warte. Denk nicht zu schlecht von mir. Lass mich nicht hier. Ich kann dir doch helfen. Du hilfst mir, indem du in Sicherheit bist. Keine Sorge. Ich hole dich bald. Ich mach mir doch keine Sorgen um mich. Schluss jetzt. Der Deal steht. Lasst uns allein. Los, Akihito. Ja, da ging's lang. Aber Asami! Ich hasse es, wie du mit ihm umgehst. Ich weiß. Dein Herz verrät dich immer, Fei Long. Erzähl mir lieber, wer dich verraten hat. Das hebt meine Laune. Sein Name ist Sudo. Ein Mann, mit dem mich eine lange Geschichte verbindet. Clever, mir ergeben. Ich dachte, er wäre mir nützlich, aber so wie es sich weist, hat er mir nur Nachteile gebracht. Er war für dich also nur ein Spielzeug? Typisch für dich. Wenn etwas seinen Wert verliert, warum soll man es behalten? Ich glaube dir nicht. Nun sei nicht unhöflich. Trink deinen Tee. Was ist da drin? Ach. Ein Betäubungsmittel. Gute Nacht, Asami. Du solltest dich ausruhen. Überlass Mikhail Arbatov mir. Ab hier übernehme ich. Dance me to your beauty with a burning violin. Dance me through the panic till I'm gathered safely in. Lift me like an olive branch and be my homeward dove. Dance me to the end. No love. Oh, dance me to the end of love. Na 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 na. Dance me to the wedding now. And dance me on and on. Dance me very tenderly. And dance me very long. We're both of us beneath our love. We're both of us above. Oh, dance me to the end of.
viel zu spät, sich jetzt noch Gedanken zu machen. Ich habe so hart gekämpft, um Asamis Aufmerksamkeit zu erregen. Dabei wollte ich doch mich nicht mal in ihn verlieben. Es tut so weh, ihn mit einem anderen zu sehen. Ich wünschte, Takaba wäre tot. Hey, Sudo. Warum schaust du so? Bist du etwa traurig, dass unser Angriff wegen dir gescheitert ist? Oder freust du dich, dass Asami wegen dir davongekommen ist? Und Takaba erst. Mann, ich hatte das so gut vorbereitet. Wie kann einem sowas Bescheuertes nur passieren? Was war überhaupt los? Das war alles bis auf die Sekunde geplant. Und dann ist es so schief gegangen. Die ganze Arbeit war umsonst. Verdammt, Sudo. Warum hast du dich nicht an den Plan gehalten? Ist es gescheitert? Und jetzt müssen wir dem Boss sagen, dass... Das war's. Ihr versagt habt, ihr es nicht schafft, einen schlafenden alten Mann und sein Laufteil aus dem Weg zu räumen, obwohl ihr in der Überzahl wart? Na, das weiß ich bereits. Boss? Boss. So, ihr habt es also vermasselt. Sudo, was hast du mir zu sagen? Es tut mir leid. Tut es nicht. Ich hätte nicht auf dich setzen sollen. Eine Ratte in Asamis innerstem Kreis. Das klang einfach zu verführerisch, um nicht darauf zu setzen. Aber ich hätte wissen sollen, dass du es nicht bringst. Mein Fehler. Ach, du bist doch noch verletzt, was? Hey, Sudo. Ich bin einer der mächtigsten Männer Russlands. Glaubst du wirklich, ich habe Zeit für deine Spirenzchen? Ich werde bald Asamis Imperium übernehmen. Dann habe ich außerdem die Oberhand über das gesamte ostasiatische Waffengeschäft. Und du? Was hast du? Nichts. Ganz genau. Dann werde ich Asami auch noch töten. Wie blöd für dich, dass du ihn verraten hast. Wisst ihr was? Ich glaube, ich kann mich nicht auf euch verlassen. Ich nehme die Sache jetzt selbst in die Hand. Sudo, deine Gefühle für Asami und dein Hass auf seinen kleinen Lover lenken dich zu sehr ab. Du hast jetzt die Wahl. Du kannst durch meine Hand sterben oder durch seine. Das weißt du, richtig? Es gibt keinen Weg zurück. Nein, Boss. So ist es. Du hast Asami verraten. Von ihm hast du also nichts zu erwarten. Wem bist du also treu? Mikhail Abatov. Brav. Stört? Ich bin es, Mikhail. Oh, Feilong.
Was für eine Überraschung. Hast du meine Blumen bekommen? Keine Scherze. Ich will dich treffen. Unbedingt. Weißt du, ich war gerade eben erst zufällig in Hongkong. Du müsstest jetzt schon zu mir nach Moskau kommen. Ich bin bereits da. Was für eine erfreuliche Überraschung, mein Lieber. Deine Schönheit in meinem Heim. Hast du mich etwa so schnell vermisst? Ich wusste es. Wieso sollte ich? Du hast meine Grenzen verletzt. Was hattest du in Hongkong zu suchen? Ach, das war doch nichts Persönliches. Aber das weißt du doch sicher schon. Allerdings, was sollen diese Flausen, Michael? Ich verlange eine Erklärung. Was hast du vor? Mir ist langweilig. Unsere letzte Begegnung in Macau hat mir einen Showdown versprochen und mich sehr enttäuscht zurückgelassen. Ich will nun etwas Entertainment. Ich will Asamis Imperium. Und als Krönung dieses Preises will ich dich. Was? Ist das für dich alles nur ein Witz? Keineswegs. Ach, ich wusste doch, dass du ihm nichts abschlagen kannst. Asami hat mir dich auf dem Silbertablett serviert. Ich ahnte bereits, dass er dich um Hilfe bitten würde und dass du ihm deine Unterstützung nicht verwehren würdest. Liebe macht die Menschen so schwach, aber dir steht sie. Nimm deine Finger von mir. Ich bin hier, um dir ein Angebot zu machen. Du hast doch Asamis Lieferung verschwinden lassen. Ich biete dir Waren im Wert von 100 Millionen Dollar. Im Gegensatz dazu verlange ich, dass du deine Leute abziehst und Hongkong in Frieden lässt. Und Asami, solange er dort im Exil ist. Nein. Das ist ein mehr als großzügiges Angebot. Allerdings, aber es genügt mir nicht. Ich will noch mehr. Ich will dich. Mich kannst du dir nicht leisten, Michael. Oh doch, das kann ich. Lass mich dich haben, Fei Long. Für eine Nacht. Eine Nacht und ich verspreche dir, Asami ist sicher. Eine Nacht. Here we go again. I kinda wanna be more than friends. So take it easy on me, I'm afraid you're never satisfied. No, I won't sleep tonight. Oh, oh, I want some more. Oh, oh, what are you waiting for? Take a bite of my heart tonight. Here we go again. I feel the chemicals kicking in. It's getting heavy and I wanna run and hide. I wanna run and hide. I do it every time. Oh, you're killing me now. And I won't be denied by you. The animal inside of you. Uh-oh, I want some more. Uh-oh, what are you waiting for? What are you waiting for? Hush, hush, we both can't fight it. It's us that made this mess. Why can't you understand? Oh, I won't sleep tonight.
Ryuichi. Hey, Ryuichi, bleib wach. Akihito? Guten Morgen, Schlafmütze. Geht es? Das Betäubungsmittel im Tee war ganz schön mächtig. Asami-sama, Pallon ist abgereist. Was? Was ist mit den Angreifern? Wir haben sie erledigt und mehr sind nicht gekommen. Ich vermute, dass sie Hongkong verlassen haben. Stimmt es, dass Mikhail Arbatov hinter der Sache steckt? Ja. Kirishima, wir müssen nach Moskau. Glaubt ihr, Feilong ist dort? Das wäre äußerst unvorteilhaft. Ganz sicher. Was hat er sich nur dabei gedacht? Läuft Mikhail genau in die Falle. Was tun wir jetzt? Unsere Situation verschlechtert sich zunehmend. Wir haben viel zu lange gezögert. Jetzt wird es Zeit, die Dinge wieder in unsere eigenen Hände zu nehmen. Jo, wird die Baisha an unserer Seite stehen? Das wird Feilong sicher nicht gefallen. Aber hier geht es um seine Sicherheit. Und da kann ich mit gutem Gewissen sagen, Sie können auf uns zählen. Sehr gut. Gemeinsam werden wir Mikhail in die Knie zwingen. To your life. There's no turning back. Even while we sleep, we will find you acting on your best behavior. Turn your back on Mother Nature. Everybody wants to sehen. So ganz ohne Einschusslöcher. Ich hab's mir anders überlegt. Es freut mich kein bisschen. Unfassbar! Das ist ja die hochkarätigste Versammlung an Schwerverbrechern, die ich je gesehen habe! Was machst du hier? Ich helfe dir. Warum bist du alleine nach Moskau gekommen? Nein, du bist wegen ihm hier? Ach, ist das aufregend. Halt den Mund, Mikhail! Keineswegs! Asami, schau mal, wer hier ist. Ist das nicht schön? Er hat bei mir angeheuert. Ich habe gehört, du hast richtig Angst bekommen, als er plötzlich an deinem Bett stand. Da, wo er die ganze Zeit hin wollte. Nicht wahr, Sudo? Wie schade, dass der Platz schon besetzt ist. Du
Hat es dir nicht gereicht, uns fast umzubringen? Nun hast du Asami auch noch an Mikhail Arbatov verraten? Schämst du dich nicht? Moment. Mitarai und Aichan. Aber wie ist das möglich? Du kennst diese Leute? Ja, das ist mein Kollege und ich dachte, wir wären Freunde. Buhu, Takaba. Und? Was willst du jetzt machen? Weinen? Dachtest du wirklich, wir laden dich zu einem Fotoshooting ein und am nächsten Abend werdet ihr beide rein zufällig überfallen? Du hast uns geradewegs zu Asamis Penthouse geführt. Das war alles geplant? Das merkst du erst jetzt. Ihr hattet recht. Er ist wirklich so dumm. Dachtest du wirklich, wir sind an dir interessiert, wenn du der Schlüssel zu Asami Ryoichi bist? Asami, es tut mir leid. Das wusste ich nicht. Ich hab's euch doch gesagt. Es hat sich gelohnt, dieses dumme Gesicht, dieses dumme, süße Gesicht nicht abmucksen zu können. Hast du Asami erzählt, wie du für die Informationen bezahlt hast? Nicht? Das bleibt unser kleines, dreckiges Geheimnis. Wage es nicht, ihn auch nur anzusprechen, Sakazaki. Ein billiger Zuhälter wie du. Ich wundere mich nicht, dass du dich von Arbatov bezahlen lässt. Hatte dir ein Stück vom Kuchen versprochen. Was immer du dir davon versprichst. Dich erledige ich als Ersten. Und gleich danach. Sudo, was hast du mir zu sagen? Antworten Sie! Haben Sie etwa überhaupt keinen Schneid? Ja, Sudo, antworte! Erzähl ihm, wie du ihn verraten hast. Für ein bisschen Geld. Wie du ihn hintergangen hast. Wie du in sein Zuhause eingebrochen bist und dann zu schwach warst, deinen Job zu Ende zu bringen. Wie tief kann man eigentlich sinken? Genug. Ich habe genug gesehen. Das Ganze hier widert mich an. Ich bin nur gekommen, um Fehlungen zu helfen. Und da es ihm gut geht, sehe ich keinen Sinn darin, dieses Spiel noch weiter mitzuspielen. Zieh dich zurück, Mikhail! Charmant von dir. Aber du brauchst mich keineswegs zu retten. Ich habe die Sache bestens in der Hand. Ich lasse euch doch nicht einfach so gehen. Habt ihr die Waffen nicht bemerkt, die auf euch gerichtet sind? Aber ein kleines Spiel, sagst du, Asami. Brillant wie immer. Das ist die perfekte Idee, um unser verzwicktes Partie zu lösen. Willkommen in Moskau! Spielen wir doch russisches Roulette! Und ich weiß auch schon, wen ich für mich ins Rennen schicke. Zeig deinem Boss, aus welchem Holz du geschnitzt bist. Ich habe mehr von dir erwartet. Es tut mir leid. Ach, Sudo, nun schau doch nicht so. So sind nun mal die Regeln. Und wer von euch wird spielen? Freiwillige vor, das wird ein tödlicher Spaß. Takaba, was fällt dir ein? So löst man doch keine Probleme. Nimm die Hand runter. Du? Akihito, nein. Das ist lächerlich, Akihito. Hör auf. Nein, das ist fantastisch. Akihito, wie kannst du? Ich habe doch versprochen, dir zu helfen. Wenn das diesen Krieg beendet, dann mache ich es. Nein, ich verbiete es. Entweder er spielt oder ich erschieße ihn auf der Stelle. Vertrau mir. Ich bin doch ein Glückspilz. Boss, wir können sie nicht alle erledigen. Ich hoffe, er weiß, was er tut. Aufgepasst. Die Regeln sind einfach. 6 Schuss, eine Patrone. Ihr drückt nacheinander ab. Wer überlebt, gewinnt. Und es geht los.
say, hello, Satan, I believe it is time to go. Me and the devil walking side by side. See my man until I get satisfied. See, you don't see why. You may bury my body down by the highway side. Wir brechen ab. So funktioniert dieses Spiel aber nicht. Dann übernehme ich den letzten Schuss. An Akihitos Stelle. Asami! Interessanter Vorschlag. Halt, das ist gegen die Regeln. Es gibt nur zwei Spieler. Es reicht. Ich habe genug gesehen. Ich wünschte, du hättest mich so geliebt, wie du ihn liebst. Ich weiß, dass das unmöglich ist. Aber es gibt zumindest eine Sache, die ich für dich tun kann. Ich wollte dir nicht untreu sein. Ich wollte doch nur, dass du mich siehst. Es tut mir so leid. Asami. Ich fass es nicht. Sudo! Sudo! Wir müssen etwas tun! Jemand muss ihm helfen! Ein Arzt oder... Ihm kann keiner mehr helfen. Er ist tot. Nein! Das ist doch unfassbar. Wie viele Männer hängen eigentlich an deinem Rockzipfel, Asami? Vielleicht habe ich mich doch nicht in ihm getäuscht. Also, das war doch mal ein sehr spannendes Ende. Definitiv unterhaltsamer als beim letzten Mal. Ich wusste, es würde aufregend mit euch werden, aber ich bin mehr als zufrieden mit diesem Ergebnis. Die Sache ist vorbei. Ich ziehe mich zurück. Aber wir sehen uns sicherlich bald wieder. Ich freue mich schon. Freu dich besser nicht zu früh. Ich werde dir die Hölle persönlich heiß machen. Das klingt sehr vielversprechend. Ich wusste, du würdest an mich denken. Auf bald. Ich schicke dir Rosen. Gewollt. Das war doch nicht deine Schuld. Mach das nie wieder, du dummer Bengel. Ich hätte dich verlieren können. Es tut mir leid. Ich wollte jemand sein, der mit dir auf Augenhöhe ist, den du respektierst und den du siehst. Ich glaube, Sudo und ich hatten doch mehr gemeinsam, als ich dachte. Ihr könntet einander nicht unähnlicher sein. Sudo wusste, wie es zwischen uns aussieht. Und ich dachte, er hätte es akzeptiert. Du solltest dich nicht mit anderen vergleichen. Du hast wohl noch gar nicht verstanden, wie einzigartig du für mich bist. Dir gehört mein Herz. Asami, ab jetzt werde ich dir vertrauen.
wüsste nicht, wie Sudo sich gefühlt hat. Das hat er nicht verdient. Vielleicht war es ihm ein Trost, dass er am Ende etwas für mich tun konnte, das sonst keiner tun konnte. Er hat dich gerettet. Und er hat diesen Krieg beendet. Und dafür verzeihe ich ihm seinen Verrat. Das sind ja ganz neue Töne von dir. Wirst du am Ende doch noch weich? Und du, Fellong? Warum bist du hierher gekommen? Du hättest dich nicht für mich hergeben müssen. Es gibt viele Menschen, die vieles für dich tun würden. Aber du bist nur für Akihito dazu bereit. Wenn dem so wäre, dann wäre ich jetzt nicht hier. Ist das so? Weißt du was? Ich glaube dir. Und ich werde mir ein paar Dinge noch einmal überlegen. Ich hoffe, du siehst mir die Sache mit dem Tee nach. Und diesem Bündnis mit dir, vielleicht gebe ich ihm noch einmal eine Chance. Na gut, wir wollen ja nicht gleich übertreiben. Revanchier dich lieber bei mir, indem wir aus Moskau verschwinden. Wir nehmen deinen Flieger. Ah, du lädst dich selbst ein. Wenn du möchtest, können wir euch in Hongkong absetzen. Oder ihr bleibt noch ein paar Tage. Als meine Gäste. Diese Einladung gilt für euch beide. Was meinst du, Akihito? Lachen wir. I wanna turn back time and go back to the days when the
Vielen Dank. Danke, Konnichi, dass ihr gekommen seid, dass ihr zugeschaut habt, dass es euch hoffentlich gefallen hat. Vielen, vielen Dank an euch. Ich genieße das seltene Privileg, auf der Bühne eine Uhr tragen zu dürfen. Es ist 21:30. Unfassbar, dass ihr alle da seid. Unglaublich. Konnichi. Sowas gibt es nur hier. Vielen Dank an dieser Stelle, wie immer und ganz, ganz besonders an die Orga der Konnichi, die wir nur zu kleinen Teilen auf der Bühne begrüßen dürfen, schon wieder weg. Vielen Dank an alle, die beteiligt waren an der Konnichi, jeder im Publikum, jeder, der organisiert hat, jeder Helfer und ganz besonders an die Technik im Saal, über dem Saal und hinter dem Saal. Fantastische Arbeit, danke. Wir haben übrigens gehört, dass es in den letzten Jahren manchmal Schwierigkeiten mit unserer Technik gab. Wir entschuldigen uns ganz doll dafür und geloben ganz viel Besserung. Wir haben uns sehr viel Mühe gegeben. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen getaugt mit uns. Nicht zuletzt, vielen Dank an mein Team auf der Bühne, jeden Einzelnen, der teilgenommen hat und hart gearbeitet hat, früh aufgestanden ist und spät ins Bett geht. Vielen Dank für eure Arbeit. Ihr seid die Allerbesten. Habt ihr Lust, mit uns ein Foto zu machen? Wir machen immer ein Selfie an der Stelle. Super, macht doch mal das Licht in eurem Handy an, Taschenlampe oder sonst was, und hebt es ganz hoch, damit alle drauf sind, denn jetzt kommt uns Fotografin auf die Bühne und macht ein Foto von uns allen zusammen. Steht mal auf, ein letztes Mal heute. Sieht super aus. Wo ist die Kamera? Ja. Okay, wir gehen runter, damit ihr alle drauf seid. Und bist du soweit? 3, 2, 1, go! Vielen Dank. Und wenn ihr Fotos gemacht habt, wenn ihr Videos gemacht habt oder uns Feedback geben wollt, dann teilt sie doch mit uns unter dem Hashtag TNS Viewfinder auf all unseren Plattformen. Ja, danke! Wenn ihr Viewfinder nochmal sehen wollt, dann könnt ihr das als nächstes tun auf der MAX in Berlin. Und wer nicht in Berlin ist, kann es auch danach vielleicht noch ein paar Mal tun, bestimmt einmal mindestens. Wir kündigen das dann jeweils an, auf diesen Kanälen. Und wir werden natürlich auch im nächsten Jahr weitermachen, denn wir machen das jetzt 21 Jahre. Wir wissen nicht mehr, wie man aufhört. Die Konnichi weiß es auch nicht, die ist ja dieses Jahr schon 18. Deswegen machen wir auch ein Stück hier für Leute ab 18. Und wenn die Konnichi dann 19 ist und wir 22, dann zeigen wir euch Voltron. Freue mich schon. Bis dahin wünschen wir euch eine gute Nacht und vorher viel Spaß mit dem AMV-Wettbewerb oder einfach den AMVs. Ich weiß nicht, ob es ein Wettbewerb ist. AMV-Wettbewerb, danke Kumo. Viel Spaß noch weiter auf der Konnichi. Genießt den Abend und habt morgen noch ganz viel Spaß und wir sehen uns immer wieder. Bis zum nächsten Mal. Ciao.